I did some wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice. Hallo meine lieben Flocken oder Menschen, die noch Flocken werden möchten. Wenn ihr erfahren möchtet, warum ich meine Follower Flocken nenne, dann abonniert mich. Haha. Ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen über den Alltag mit dem Rollstuhl oder mit Unterarmgestützen, also auch Krücken umgangssprachlich genannt. Warum ich was darüber erzählen möchte oder euch was darüber zeigen möchte, ist der Grund, dass ich jetzt einfach schon 4 Wochen schon wieder auf unterarmgestützten Krücken laufe und jetzt auch einen Rollstuhl zu Hause habe, damit ich ein bisschen zurechtkomme. Und davor war ich auch schon, also 6 Wochen vorher war ich auch 2 Wochen, glaube ich, auf Krücken. Und das ist jetzt mittlerweile schon das 3. Mal, dass ich halt länger auf Krücken bin. Und einem fallen so ein paar Sachen auf, die halt immer wieder vorkommen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es oder vielleicht seid ihr irgendwann mal auf Krücken. Ist es vielleicht schon sogar geplant, dass ihr bald mal auf Krücken seid oder im Rollstuhl und könnt euch damit identifizieren oder wisst vielleicht, was auf euch zukommt. Wie ihr sicherlich jetzt schon festgestellt habt in den ersten Sekunden dieses Videos, ich bin ein ziemlicher Gesichtsklaus. Kann man das so sagen? Gesichtsklaus? Eigentlich gibt es noch nur den Körperklaus, oder? Okay, ich mache auf jeden Fall meistens ziemlich komische Gesichter. Ich spüre wirklich, was ich sage. Ich würde sagen, wir fangen mal relativ soft an. Und zwar soft mit den Unterarmgestützen, Fails und Erfahrungen. Tada! Ich kann euch sagen, wenn ihr ein Geländer habt, was nicht dafür geeignet ist, dass ihr mit Krücken runterlauft, dann rutscht auf den Popo runter. Denn ihr könntet die Treppe runterfallen oder hoch. So wie ich. Deswegen rutscht sie einfach runter. Das ist sicherer. Ich weiß nicht, warum es dieses Phänomen gibt, aber die Erdanziehungskraft scheint unwahrscheinlich groß bei Unterarmgestützen zu sein. Egal, wo du sie hinstellst, sie werden immer und immer und immer wieder umfallen. Und meistens halt wirklich dann, wenn du es überhaupt nicht gebrauchen kannst. Was Menschen oft vergessen, die nicht mit Krücken unterwegs sind und in eurem Umfeld leben oder in eurer Umgebung sind, dass ihr diese Krücken braucht, um euch fortzubewegen. So kann es also passieren, dass ihr eure Krücken abstellt, ihr guckt kurz mal weg und jemand nimmt die Krücken, weil sie ja immer im Weg stehen. Ja, es ist natürlich. Ich wollte den ganzen Tag an dieser Stelle sitzen bleiben. Danke fürs Wegnehmen der Krücken. Ich brauche die ja nicht, um zu laufen. Das ist Deko. Kommen wir zu den Rollstuhl-Fails-Erfahrungen, whatever. Da kann ich sagen, es ist prinzipiell irgendwie jeder Gang zu eng. Also es gibt keinen Gang gefühlt, der breit genug ist, denn dieser Rollstuhl hat eine magische Anziehungskraft zu Gegenständen, die im Weg stehen. Und wenn ihr nicht gerade in einem barrierefreien Haus oder in einer barrierefreien Wohnung lebt, dann könnte es durchaus sein, dass eure Türen zu eng für diesen Rollstuhl sind. Und ihr werdet euch eure Finger quetschen und es wird sehr wehtun. Und ja, ihr werdet euch irgendwann angewöhnen, die Hände versuchen hochzunehmen, wenn ihr durch Türen rollt, weil es wirklich super schmerzhaft ist. Also passt genau auf die Abstände auf, sonst habt ihr gequetschte Finger. Wenn ihr verwinkelte Flure habt oder verwinkelte Ecken in eurer Wohnung, in eurem Haus, kann es ziemlich schwierig werden zu drehen die erste Zeit. Man muss auf jeden Fall den Kniff raus haben, man muss das eine Rad festhalten, das andere Rad drehen und dann könnt ihr so einen kleinen Drehmove machen. Aber bis man den Dreh da erstmal raus hat, oh mein Gott, drehen, 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 ich rede die ganze Zeit nur von drehen, mir ist schon schwindelig. Ja, ihr könntet auf jeden Fall erstmal stecken bleiben. Und ich frage mich jetzt wirklich eins. Wer hat Küchen konstruiert? Es kann nur ein Mensch gewesen sein, der noch nie in einem Rollstuhl gesessen hat. Denn wenn du einfach frontal an die Küchentheke ranfährst, du kommst nirgendwo ran. An keine Kaffeemaschine, an keinen Toaster, an kein Waschbecken, an einfach nichts.
vielen Dank dafür. Man muss immer quasi quer ranfahren und ja, es ist einfach herrlich. Wundervoll. Also wenn ihr dauerhaft im Rollstuhl sitzt, verzichtet einfach auf die unteren Schränke. Wenn euch irgendwas runterfallen sollte, dann hoffe ich für euch, dass es irgendwie etwas dicker ist als ein Blatt Papier, denn sonst wird es sehr schwierig. Ihr werdet mit der Zeit merken, dass ihr Dehnungskünstler werdet, denn ihr müsst über diesen Rollstuhl euch rüber beugen können, damit ihr an gewisse Sachen rankommt. Und ja, manchmal stellt es eine ganz schöne Herausforderung dar. Ja, oft. Das sind auf jeden Fall so meine Erfahrungen mit dem Rollstuhl oder halt mit Unterarmgehhilfen oder auch Krücken genannt. Mein Gott, warum sage ich nicht einfach Krücken? Habe ich gerade gesagt, oh meine Güte. Okay, ja, alles klar, es ist spät, ich bin müde und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und wenn ihr mehr Videos sehen möchtet, dann abonniert mich, kommentiert auch gerne, wenn ihr es gut fandet, wenn ihr es gut gefunden habt. Wenn ihr es gut gefunden habt, dann genau, abonniert mich, kommentiert, teilt es. Keine Ahnung, was man hier macht. Ich bin neu hier und ciao, Kakao.